Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um wieder mal absolute Grundbegriffe unserer Branche, nämlich die Messlokation, die Marktlokation, die neue Netzlokation, das Lokationsbündel und vielleicht auch noch die Tranche. Das sind fünf verschiedene Definitionen und ich sag mal Datenobjekte, können wir vielleicht auch noch sagen, aus dem Alltag der Energiewirtschaft, die immer etwas Bestimmtes definieren und abtrennen und genau zuordnenbar machen. Die haben auch meistens eindeutige IDs, also Identifikationsnummern, über die man sehr, sehr genau verschiedenste Prozesse wie die Messdatenzuordnung oder die Abrechnung exakt an die richtige Stelle schicken kann, indem man richtig identifizieren kann. Und wir gehen das jetzt einfach nacheinander mal durch und werden dafür mal meine Zeichenkünste nutzen, das wird bestimmt richtig gut. Also, wie gesagt, Messlokation, Marktlokation, Netzlokation, Lokationsbündel und Tranche als die fünf Aspekte, die wir uns genauer angucken wollen. Wir beginnen mal mit der Messlokation und die Definition dahinter ist relativ simpel. Das ist nämlich einfach die Stelle, der Ort, an dem gemessen wird. Also das ist eine virtuelle Zuordnung, das existiert jetzt nicht in der echten Welt, sondern es ist ein virtuelles Stammdatenobjekt und das definiert die Stelle, an der gemessen wird. Das heißt, wenn wir ein normales Einfamilienhaus haben, also das ist dann jetzt hier mal irgendwas Beliebiges, das Haus von Nikolaus, und hier wird einfach verbraucht, also hier ist eine Stromleitung, an der es verbraucht wird. Wir nennen das mal V für Verbrauch. Dann ist hier eine Messlokation für den Verbrauch zuzuordnen. Das heißt, in den IT-Systemen der Energiewirtschaft würde jetzt eine verbrauchende Messlokation eingeordnet sein, hinter der wiederum ein bestimmter Zähler stecken würde. An der Messlokation würden bestimmte Energiemengen festgestellt werden. Dahinter steckt eine Jahresverbrauchsprognose des Kunden und darüber kann man sehr genau sagen, an dieser einen genauen Stelle, nämlich an dieser Messlokation, wurden jetzt Energiemengen festgestellt und die können dann für die weiteren Prozesse genutzt werden. Also das hier, Verbrauch, ist eine Messlokation zum Beispiel für den Verbrauch. Das ist eine Messlokation für den Verbrauch. Wenn jetzt allerdings stattdessen irgendwo im Freien stehend, auf so einem kleinen Podest, hier eine PV-Anlage ist, eine kleine freistehende PV-Anlage, die macht ja nichts anderes als einzuspeisen, dann hat die natürlich auch hier eine Leitung, und zwar für E, dann ist das eine Messlokation, an der die Einspeisung gemessen wird. Eine Messlokation ist die Stelle, an der gemessen wird, und zwar in diesem Fall die Einspeisung, also eine entsprechende Messung in die andere Richtung. Diese beiden Definitionen brauchen wir, um eindeutig an die richtige Stelle Messungen zuordnen zu können. Im IT-System finden wir also diese Standardobjekte, Messlokation V in diesem Fall, und dahinter würden wir die Messungen des verbrauchenden Kunden in diesem Einfamilienhaus finden. Und bei der Messlokation E finden wir die Einspeisemengen der Solaranlage. So einfach ist das erstmal gedacht. Jetzt sind das ja nur die Stellen, an denen gemessen wird. Wir wollen ja aber im Weiteren auch zum Beispiel abrechnen. Und wenn jemand anderes verantwortlich wird, dann wollen wir vielleicht auch einen Lieferantenwechsel machen und so weiter. Das heißt, wir brauchen noch eine Stelle, an der jetzt die Marktprozesse stattfinden können. Und gewissermaßen deutet der Name schon an, die Marktlokation ist jetzt die Stelle, an der verbraucht wird oder die Stelle, an der eingespeist wird. Nichts verwechseln mit der Stelle, an der gemessen wird. Die Stelle, an der gemessen wird, der ist es theoretisch egal, in welche Richtung das geht und für welche Prozesse das verwendet wird. Deswegen ist die Messlokation wirklich nur zum Messen da. Die Marktlokation hingegen ist jetzt die Stelle, an der die Verbrauchsprozesse stattfinden oder die Einspeiseprozesse stattfinden. Also das ist jetzt die Schnittstelle zur restlichen Branche, könnte man sagen, für die eindeutige Identifikation der verbrauchenden Stelle
und damit auch des Kunden, der dahinter steckt und dessen Prozesswelt. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, hier war das Einfamilienhaus, was irgendwie verbraucht, dann ist hier natürlich eine Messlokation V, aber hier ist dann auch eine Marktlokation V. Diese Marktlokation ist jetzt praktisch, naja, schon so die Übergabestelle an das restliche System. Ja, also das kann man schon, man hat es früher manchmal als Netzverknüpfung oder Netzanschlusspunkt auch bezeichnet. Das ist aber alles nicht ganz so sauber abgetrennt, weil das sind auch teilweise bestehende Begrifflichkeiten für was anderes. Eine Marktlokation ist halt auch wieder rein virtuell da vorstellbar, wo praktisch in diesem Fall das Einfamilienhaus endet und dahinter dann der Netzbetreiber wieder komplett selbst zuständig ist und kein konkreter Kunde dahinter stecken würde. Die Marktlokation ist also virtuell betrachtet schon so am Netzanschluss zu verorten. Marktlokation V, hier würden also nun alle Messungen aus der Messlokation V verwendet werden, um mit dem Tarif, der dann vereinbart ist, eine Jahresabrechnung zu machen, die Abschläge, die monatlich gezahlt werden, zuzuordnen, den Lieferantenwechsel dann nach 2 Jahren stattfindet, durchzuführen, um genau zu diesem Haus zu identifizieren. Weil das ist ja durchaus in der Theorie ein regelmäßiges Problem. Eine Adresse und auch Name und selbst auch noch eine Zählernummer sind nicht immer 100%ig eindeutig zuzuordnen. Eine Marktlokation hat aber eine nur einmal vergebene Nummer. Und auch eine Messlokation hat eine nur einmal vergebene Nummer. Die ist also immer eindeutig auf diese Stelle zugeordnet. Wenn ihr ein Einfamilienhaus habt und ihr habt mal eine Abrechnung bekommen und da steht dann eine Marktlokationsnummer drauf, das ist eure. Die wird sich niemals ändern. Und die wird immer in den IT-Systemen eures Versorgers und auch eures Netzbetreibers exakt auf euer Einfamilienhaus verlinken. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Eindeutigkeit. Da kann nichts mehr verwechselt werden, wenn das einmal korrekt festgestellt wurde. Dementsprechend haben wir also bei dieser Marktlokation V jetzt die Prognose aus dem Vorjahr, wie viel der Kunde wohl verbrauchen wird. Wir haben die Messungen aus der Messlokation, die jetzt ein tatsächliches Verbrauchsverhalten widerspiegeln. Das heißt, wir können die Abrechnung schreiben, wir können den Lieferantenwechsel dann irgendwann zuordnen, wir können aber auch die weiteren Bilanzierungstätigkeiten in der Energiemengenbuchhaltung an diese konkrete eine Stelle zuordnen. Na, dafür werden wir immer die Marktlokationen nutzen. In der Einspeisung ist es am Ende des Tages ähnlich. Das heißt, na, also wenn hier die Leitung noch so läuft, hier, läuft jetzt mal so rum, dann schreibe ich es nämlich hier an die rechte Seite. Hier ist dann die Marktlokation E. Hier finden jetzt die Einspeiseprozesse statt. Das heißt, die Einspeisemenge, die in der Messlokation gemessen wurde, die ist ja auch mit einem Einspeisetarif versehen. Das kommt jetzt darauf an, ob das klassische Netzanspeisevergütung ist oder ob das eine Marktprämien-Direktvermarktung ist oder eine sonstige Direktvermarktung mit einem PPA oder ähnlichem. Hier steckt ja auch eine Abrechnung dahinter und diese Einspeiseabrechnungsprozesse können über die Marktlokation des Einspeisers auch exakt zugeordnet werden. Das heißt also, um es nochmal definitorisch abzutrennen, Messlokation, die Stelle, an der gemessen wird, Marktlokation, die Stelle, an der verbraucht wird oder eingespeist wird. Und damit ist das eine eindeutige Identifikation für eine ganz bestimmte Stelle im Gesamtsystem. Dafür wird das verwendet. Jetzt haben wir hier jeweils die Variante, dass eine Messlokation mit einer Marktlokation zusammenhängt. Das kann es natürlich noch in verschiedener Form zusammenhängen. Wenn wir uns mal weiter beim Einfamilienhaus bewegen wollen, dann machen wir jetzt hier mal ein zweites. Dafür nehme ich mal eine andere Farbe. Das mache ich jetzt hier mal hier unten hin. So, wir haben immer noch das Einfamilienhaus. Aber Achtung, das hat hier eine PV-Anlage dran. Das heißt, hier haben wir eine Einspeisung. Da das ein Einfamilienhaus ist und hier natürlich eine Wohnung dahinter steckt, vielleicht könnte es aber auch ein Mehrfamilienhaus sein mit mehreren Wohnungen, haben wir hier natürlich auch Verbraucher. Das heißt, wir haben hier mehrere interessante Stellen. So, ich mache das mal hier praktisch, das ist der Wohnungsbereich. Wir haben hier einmal eine Melo V und wir haben hier vielleicht noch eine Medo E
Also eine Messlokation für den Verbrauch und eine Messlokation für die Einspeisung. Und hier ist dann natürlich schlussendlich auch eine Malo für V und eine Malo für I, weil wir beide Prozesswelten auch hier in diesem Einfamilienhaus abbilden. Wir haben eine Verbrauchsmessung und wir haben eine Einspeisemessung. Eventuell haben wir aber auch den sogenannten Zwei-Richtungszähler. Dann könnte das stattdessen, deswegen mache ich das jetzt mal in einer anderen Farbe, auch eine gemeinsame Melo, sag mal V plus E sein. Na, dann haben wir nicht diese Trennung, sondern wir haben einen Zähler, der beide Richtungen Einspeisung und Verbrauch abbilden kann. Und dann hat er einfach zwei Zeitscheiben, zwei, nicht Zeitscheiben, sondern zwei Register, in denen praktisch die Energiemengen hochlaufen können. Gerade später im Smart Metering ist das ja alles gar kein Dilemma mehr. Wir müssen aber zwei verschiedene Prozesswelten abbilden. Ne? Also auf jeden Fall den Verbrauch mit seinen ganzen Prozessmöglichkeiten, Abrechnungen, Lieferantenwechsel und so weiter. Und auch die Einspeisung. Ne? Zu wem wird es zugeordnet? Wie viel wird da abgerechnet und so weiter. Das sind zwei unterschiedliche Prozesswelten, also zwei unterschiedliche Malos, die eventuell aber nur mit einer Melo zusammenhängen könnten. So, und jetzt kommen wir langsam zur ernsthaften Komplexität, weil Malos und Melos, die können jetzt in beliebiger Form zusammenhängen. Wenn wir zum Beispiel stattdessen jetzt mal sagen würden, es ist ein Gewerbegebiet. Na, also da haben wir jetzt hier dann meinetwegen ein Häuschen mit Solaranlagen. Ne? Das ist eine Halle meinetwegen hier. Das ist eine Halle mit Maschinen. Und da drauf ist noch eine Solaranlage. Dann haben wir hier außerdem daneben noch ein Bürogebäude. Da ist aber keine Solaranlage drauf. Und wir haben dann nochmal eine Halle, das ist praktisch Halle 2. Und wir haben hier auch noch ein kleines Windrad irgendwo stehen. Dann könnte das jetzt sehr gut sein, dass wir hier eine wilde Mischung aus verschiedensten Messlokationen und Marktlokationen haben, weil wir haben natürlich hier eine Messung für die Einspeisung oder für die Erzeugung des Windrades. Eine Messung für die Einspeisung der Solaranlage. Wir haben eine Messung für den Hallenverbrauch 1, für den Hallenverbrauch 2. Wir haben eine Messung für das Bürogebäude. Das heißt, wir haben an ganz vielen Stellen erstmal grundsätzlich Messungen. Ne? Also hier Melo, Melo, jeweils hier E, Melo V, Melo V. Hier nochmal eine Melo V. Na, das sind jetzt immer 1, 2, 1, 2, 3. Und jetzt kommt es darauf an, wie diese Gebäude miteinander in Verbindung stehen, ob wir viele verschiedene unabhängige Marktlokationen haben oder nur wenige. Denn wenn jede einzelne dieser Messungen für sich alleine am Markt angemeldet wird, dann könnte es jetzt hinter jeder dieser einzelnen Melos auch eine Malo geben. Na, hinter jeder dieser einzelnen Messungen könnte eine Welt von Marktprozessen auch angebunden sein. Also wäre das Malo E1, Malo E2, Malo V1, 3, 2 und 3. Aber es kann auch gut sein, dass wir eine Kombination durchführen wollen. Dass also zum Beispiel hier eine separate Einspeisemessung durch das Windrad natürlich stattfindet und dementsprechend vielleicht auch eine Vermarktung dieser Einspeisemengen am Markt stattfindet. Also hat das auch eine entsprechende Malo. Ne? Das Windrad hat auch eine Malo 1. So. Das ist natürlich eine Malo für Einspeisung. Keine Frage. Es kann es gut sein, dass das Dach von der Halle 1 nicht allzu viel Solarenergie produziert, sondern dass alles in der Halle selbst schon verbraucht wird. Und zwar immer. Na, es ist so nur tagsüber Produktion und das sind so viele Maschinen und auch Pumpen und auch irgendwelche flexibel laufenden Verbräuche, dass da ständig Verbrauch ist. Also
findet hier nie eine Einspeisung ins Netz statt, sondern immer ein Eigenverbrauch. Dementsprechend brauchen wir hier gar keine Malo für die Einspeisung, sondern nur eine Malo für den Verbrauch. Ne? Das ist nur Malo-Verbrauch. Es kann allerdings auch noch sein, dass die Halle 2 gar nicht nochmal separat gemessen wird, sondern der Verbrauch davon mit vielleicht dem Bürogebäude gemeinsam genommen wird oder das Bürogebäude auch nochmal getrennt dann schlussendlich zusammengefasst wird. Das ist relativ beliebig vorstellbar, je nachdem, wie das Unternehmen oder die Unternehmen, die dahinter stecken, strukturiert sind. Was es aber bedeuten soll, ist, ich kann hier zwar unterschiedlich messen, aber das mache ich vielleicht nur für mein eigenes Interesse, um festzustellen, wie viel die Hallen verbrauchen. Kann trotzdem sein, dass am Ende der Gesamtverbrauch gemeinsam berechnet wird. Und dann wäre hier eine Malo, ich nenne es mal G, wie Gesamt, vielleicht noch dahinter steckend. Und dann könnten hier nämlich die Mengen von dieser Einspeisemalo und die Mengen einfach zusammengeführt werden. Und das geht dann eigentlich an den Markt. Jedenfalls, je nachdem, wie ich das Ganze kombiniere, kann ich das sehr, sehr gut als ein sogenanntes Lokationsbündel verstehen. Ein Lokationsbündel ist also eine Zusammenfassung mehrerer anderer Lokationen, Messlokation, Marktlokation und Netzlokation, zu denen wir gleich nochmal kommen, um hier eine Bündelung durchführen zu können, weil die sich in der echten Welt gerade anbietet. Das kann auch ein Wohnquartier sein, wo wir mehrere Verbräuche von jeweils Wohnungen haben und mehrere Einspeisungen oder Erzeugungen haben, von zum Beispiel einer Solaranlage und einem Blockheizkraftwerk noch irgendwo. Und dann sind da vielleicht auch noch Aufladeanlagen und so weiter. Ne? Also das kann man vielleicht sehr wild miteinander kombinieren. Und das ist aber unter einer gemeinsamen Verwaltung, Hausverwaltung zum Beispiel, oder irgendwie ein Quartiersmanagement, was auch immer. Und das kümmert sich um die weiteren energiewirtschaftlichen Prozesse und die Abrechnungen und so weiter, die Zuordnungen. Und dann ist dieses Lokationsbündel eventuell der Weg, um dieses Quartier insgesamt zusammenzufassen. Genauso gut ist es halt so ein Gewerbegebiet mit verschiedenen Verbrauchern, verschiedenen Einspeisern. Manche werden vielleicht auch miteinander verrechnet. Und das in seiner Gesamtheit ist dann ein Lokationsbündel, über welches wir dann die mehreren Malos und Melos gemeinsam ansprechen können und jemanden zuordnen können zum Beispiel. Ne? Das ist ein Lokationsbündel. Und nun kommt hier ein neuer Begriff noch dazu. Der neue Begriff, der sich hier noch ergibt, und dafür scrolle ich jetzt mal hier runter, damit das mal ein bisschen übersichtlicher wieder wird. Und ich mache hier mal kurz einen Punkt, damit ich noch weiter runter scrollen kann. So, dann ist das nämlich erstmal wieder weg. Der neue Begriff ist jetzt noch die Netzlokation. Die Netzlokation wird im Jahre 2023 dazukommen und ist eine Zusammenfassung mehrerer Marktlokationen. Wieder zu einem ähnlichen Zweck wie gerade, dass dahinter vielleicht mehrere gemeinsame Unternehmen stecken oder gemeinsame Verbraucher stecken oder Einspeiser stecken, die nun aber auch gemeinsam angesprochen werden sollen. Und um das mal kurz konkret und korrekt definieren zu können, hole ich mal die GPKI rein. Und zwar ist das eine zukünftige GPKI, die nämlich zum 1. Oktober 2023 in Kraft treten wird. Und dann habt ihr hier nämlich immer auch die Definition der diversen Standardobjekte, die relevant sind, ne? Die Marktrollen und die Objekte. Und dann hier eben, ja klar, die Marktlokation, ne? Einspeise- oder Entnahmestelle, die Messlokation weiter unten, die Messstelle praktisch und dann die Netzlokation. Und die verbindet nun also Marktlokationen, unabhängig von der Energieflussrichtung, über genau eine Leitung mit dem Netz. Und das ist dann der interessante Part, eine Leitung an das Netz. Auch das könnte jetzt wieder so ein Gewerbegebiet sein, was dann irgendwie separat irgendwo steht und zusammenhängt durch eine gemeinsame Verwaltung vielleicht. Und das eine Stromleitung sozusagen. Und was wir jetzt machen wollen ist, dass wir eine Leistungskurve, also die Wirkung dieses Gewerbegebiets auf das Gesamtstromnetz,
vielleicht definieren wollen. Wir wissen, was es für eine Leistungskurve hat, durch die diversen, vielleicht auch Fernauslesungen bei den Industriekunden dort. Wir müssen aber zu einem bestimmten Zeitpunkt hier eine Steuerung umsetzen, um einen Engpass im Netz zu verhindern. Und diese Steuerung, eine Vorgabe einer Leistungskurve, eine Leistungskurvendefinition, könnte nun also über diese gemeinsame Netzlokation angetriggert werden, um nicht 3, 4, 5 oder 20 Marktlokationen einzeln ansteuern zu müssen. Weil dann natürlich auch wieder untereinander gewissermaßen Herausforderungen kommen könnten in der Strukturierung und auch in der Koordination. Sondern nein, wir sagen, wir sprechen einmal die Netzlokation an und alles, was dahinter steckt, ist uns in der Theorie und im Detail egal. Wir wollen, dass das Ergebnis in der Netzlokation ein gemeinsames ist. Und dafür könnten wir nämlich auch zum Beispiel diese Verbindung nutzen, um die Blindarbeit, also ich sag mal den Strom, der fließt, aber den man nicht aktiv nutzen kann, der aber aus infrastrukturellen Gründen nun mal anfällt und auch berechnet werden soll, dass wir den dort gemeinsam nominieren. Ne? Der ist an dieser Netzlokation angefallen. Und wie ihr euch das dahinter jetzt gegenseitig zuordnet, das ist nicht nur unsere Sache, das ist die Sache eurer gemeinsamen Verwaltung. Ihr werdet ja in die Netzlokation zusammengefasst, weil ihr gemeinsam verwaltet werdet. Und wie ihr das dann unter euch zuordnet und aufteilt, das ist dann nicht mehr das Problem des Netzbetreibers. Die Netzlokation, die also auch rein optional ist, die kann entstehen, wenn das sinnvoll ist aus Sicht des Netzbetreibers und der Anwender, dann ist das eine Zusammenfassung eben von mehreren Malos und Melos. Und das können wir eben uns auch jetzt mal so schön hier gerade nochmal darstellen. Also wir haben jetzt hier wieder, hatte ich das, genau, hier hatte ich das auch hingeschrieben. Wir haben jetzt hier also eine Halle, Halle 1 und noch das Bürogebäude. Und wir haben hier nochmal eine Halle, meinetwegen. Und dann ist hier, wie gesagt, vielleicht eine PV-Anlage und vielleicht noch das Windrad und da ist noch ein Gebäude und so weiter. Und diese diversen Marktlokationen und Messlokationen sind alle miteinander verbunden. Und hier kommt dann ein gemeinsamer Stromstrang, praktisch eine gemeinsame Leitung, und die ist dann hier zum restlichen Netz, zum restlichen Markt praktisch verbunden. Und das ist dann nun diese neue optionale Netzlokation, die NELO. An dieser kann nun also gesagt werden, hey, ihr alle gemeinsam solltet jetzt eine Leistung von, sagen wir, minus 5% zu einem bestimmten Zeitpunkt verursachen, weil damit das Netz besser gesteuert werden kann, besser stabil läuft. Ne? Versorgungssicherheit ist wichtig, dass ihr das macht. Durch diese Netzlokation können wir also sagen, ihr gemeinsam müsst das jetzt möglich machen und nicht mehr, hey, Halle 1, eure Malo muss bitte um so und so viel und Halle 2 muss um so und so viel und das Windrad muss da auch noch ein bisschen was mitmachen, sondern nee, bitte folgende Gesamtwirkung. Und dann ist das messtechnisch so miteinander auch verbunden, dass das gemeinsam angesteuert werden kann. Das ist der Sinn der Netzlokation. Plus die Blindarbeit, die hier also insgesamt praktisch zustande kommt, die kann hier einmal gemeinsam festgestellt und abgerechnet werden und die Verwaltung dahinter muss das dann organisieren. Die Netzlokation ist also eine Zusammenfassung praktisch. Zusammenfassung, kürzt man bestimmt so ab, ZSFSG von mehreren Malos, die eben hier dann gemeinsam eine Wirkung haben sollen. So, das ist die Netzlokation. Und als letztes Thema, um das jetzt nicht zu vergessen, habe ich nochmal nämlich manchmal auch die Frage bekommen, was ist denn nun aber noch die Tranche? Und die Tranche ist hier auch in diesem Gesamtkontext mit zu sehen. Wir nehmen jetzt mal hier wieder ein Windrad. Dieses Windrad hat hier natürlich eine Melo, die Einspeisung. Und das ist hier praktisch, müssen wir kurz in einer anderen Farbe wahrscheinlich machen, dann ist hier praktisch die Leitung und dahinter steckt natürlich eine Malo für die Einspeisung. So, die Malo für die Einspeisung
ist ja nun dafür da, um die Erzeugung und die dahinter steckende Vermarktung zuzuordnen. Ja, dieses Windrad könnte ja nun in seiner gesamten Einspeisung in einer bestimmten Direktvermarktung stecken. Für einen bestimmten Anbieter zum Beispiel könnten die Mengen also komplett dort zugeordnet sein. Ne? Also eine 100%ige Zuordnung auf einen Abnehmer praktisch. Ja, das könnte sein. Es kann aber auch sein, dass das so eben nicht ist, sondern hier eventuell eine Aufteilung stattfindet. Und das ist dann die Tranche. Also wenn ich jetzt hier sage, dahinter steckt jetzt eine Menge. Und wenn ich jetzt sage, das sind 100%, die hier gemeinsam vermarktet und zugeordnet wird, dann ist das entsprechend keine Tranche. Wenn ich aber stattdessen sage, also hier versus, wir haben eine Menge und davon haben wir hier so 30% meinetwegen bei dem einen und wir haben dann noch mal so weitere, sagen wir dann vielleicht 50% in einer anderen Vermarktung und wir haben dann noch mal restliche 20% in einer dritten Form der Vermarktung, dann sind das Tranchen. Wenn also festgestellt wird, die Einspeisung wird grundsätzlich an ein Unternehmen, an einen Bilanzkreis zugeordnet, dann easy going, 100% Zuordnung, brauchen wir nichts weiter unterteilen, dann ist das eine Gesamteinspeisemenge, die in der Messlokation festgestellt wurde und die in der Marktlokation gemeinsam vermarktet wird. Easy going. Wenn wir es aber sagen, wir haben einen Teil in einem bestimmten PPA, einen anderen Teil ist als Regelenergie angeboten und noch ein Teil ist irgendeine Reserve in einem virtuellen Kraftwerk, meinetwegen, ne? Dann kann es sehr gut sein, dass es nicht nur drei verschiedene Anbieter sind, sondern wird sich drei verschiedene Bilanzkreise. Und dann müssen wir, um diese Energiemengen korrekt zuordnen zu können, halt an jeder Stelle, jeder Zeit, für jede Kilowattstunde nachweisen, dass wir die korrekt zugeordnet haben. Und das machen wir dann eben mittels Tranchen. Ne? Also dann ist es hier wirklich Tranche 1, 2 und 3, die im Zweifel für verschiedene Vermarktungszwecke und verschiedene Bilanzkreise verwendet werden. Ne? Also das ist praktisch die Trennung von Bilanzkreisen und so weiter, die dahinter steckt. Und das sind Tranchen. Das sind auch Tranchen-IDs, also so angelegte Tranchen, ne, hinter denen steckt dann 30% oder 50% oder 20%. Die haben auch nochmal eine ID, eine eindeutige Nummer. Und die sagt eben, hey, das ist jetzt die Menge, die dann in den Bilanzkreis 1 zuzuordnen ist. Und die andere Menge in Bilanzkreis 2 und die dritte Menge in Bilanzkreis 3. Dahinter stecken dann immer diese Tranchen. Das ist das große Geheimnis hinter diesen verschiedenen IDs. Also nochmal zur Wiederholung, die Messlokation ist einfach nur die Stelle, an der gemessen wird. Dahinter steckt einerseits technische Daten für die Zählereinrichtung und der Anlage, die dahinter steckt. Und dann kommen da Zählerstände raus, Energiemengen kommen da raus. Das ist die Messlokation, die Stelle, an der gemessen wird. Die Marktlokation ist die Stelle, an der verbraucht wird oder die Stelle, an der eingespeist wird. Also das ist die eindeutige Zuordnung des Kundenverhältnisses, könnte man sagen. Das ist die eindeutige Identifikation der Stelle, an der unsere Prozesse Wirkung entfalten sollen. Das Lokationsbündel ist eine beliebige Kombination von Marktlokation und Messlokation, um sie einfach nur gemeinsam definieren zu können und gemeinsam irgendwo zuordnen zu können. Die Netzlokation als neue Variante ist nun eine Bündelung von mehreren Marktlokationen, um explizit hier eine Leistungskurvendefinition oder die Berechnung der Blindarbeit zuordnen zu können. Das sind Prozesse, die wir dann ab Oktober nächsten Jahres auch in GBKI und Co. wiederfinden werden. Während also das Lokationsbündel so eine lockere Zuordnung und Definition ist, ist die Netzlokation
explizit für Prozesswelten gedacht. Ja, also deswegen auch eine feste ID, die nun eingeführt wird, um darüber die Leistungskurven und die Blindarbeit zuordnen zu können. Und zu guter Letzt, die Tranche ist ein definierter Teil einer einspeisenden Marktlokation, das heißt die 100%ige Messung aus der Messlokation ist dann in der Marktlokation zerteilt in 30% Tranche 1, 50% Tranche 2, 20% Tranche 3 und die kommen dann jeweils in Bilanzkreis 1, 2 und 3 für Marktpartner 1, 2 und 3. Deswegen unterteilen wir diese Tranchen. Mega, jetzt habe ich eine halbe Stunde lang darüber gesprochen, wie wir diese verschiedensten Definitionen und IDs anwenden im Markt. Ich hoffe, das hilft euch als Nachschlagewerk, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Sachen so angewendet werden. Wenn ihr weiter darüber lesen wollt, wie vorhin schon angedeutet, in der GPKE gibt es immer eine Definition, weil diese Stammdatenobjekte ja verwendet werden müssen für verschiedene Wechselprozesse zum Beispiel und Zuordnungsprozesse und Abrechnungsprozesse. Die werden dort also einmal ausdekliniert. Und dann gibt es beim BDW zum Beispiel in den Anwendungshilfen ja auch nochmal die Erklärung, wie die Marktlokation und die Messlokation zusammenhängen. Da ist dann auch das Lokationsbündel als Mischung davon zu sehen. Und die Netzlokation ist ja nun neu, ne? Die kommt dann erst dazu. Und die Tranche, die ist auch im Rahmen der MABIS irgendwo erklärt worden. Ne? Das kann man sich alles nach und nach zusammensuchen und auch dann entsprechend definieren. Ich hoffe aber, dass dieses etwas längere Video euch das auch halbwegs dargestellt hat. Auch wenn meine Malkünste nicht immer optimal sind. Okay, gut. Dann, wenn ihr noch Fragen und Anmerkungen dazu habt, dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.